Die folgende Playlist beschäftigt sich mit den Grundlagen von LibreOffice Calc oder auch Calc. Das ist ein Derivat von Excel, das heißt, ist im LibreOffice-Paket mit drin, kostet also nichts, kann aber im Grunde genommen das gleiche wie Excel, hat ein paar Unterschiede, aber ein Großteil des Ganzen funktioniert wie Excel auch. Das heißt, wir können hier ebenfalls Tabellen erstellen, wir können hier Berechnungen machen und letztlich auch so Dinge wie Diagramme erstellen. Und dafür eignet sich das Programm sogar sehr gut. Es ist, wenn man es richtig bedienen kann, ziemlich mächtig. Also das hat unglaublich viele Funktionen, die man vielleicht auch noch gar nicht kennt und so. Und viele davon möchte ich in diesem Video-Tutorial vorstellen. Das Ganze gliedert sich jetzt natürlich in mehrere Einzelvideos. Und ja, wir gehen da jetzt einfach mal durch. Ich ziehe das Ganze jetzt mal an der Idee auf, die Kennlinie eines Spannungsteilers darstellen zu wollen. Ist also an Leute gerichtet, die eine grobe Idee von Elektrotechnik haben. Letztlich ist es aber egal, weil man natürlich die ganzen Berechnungen, die ich hier gleich machen werde, genauso für andere Dinge nutzen kann. Aber wenn wir mal von einem Spannungsteiler ausgehen, dann kann es ja mal sein, dass wir die Kennlinie von so einem Spannungsteiler darstellen wollen. Dazu muss man erstmal wissen, was ein Spannungsteiler ist. Ich habe das Ding hier nochmal hingezeichnet, als Bild eingefügt. Wie das geht, kommt später irgendwann mal. Ferner habe ich mal die Formel angegeben, mit der man die Spannung an so einem Spannungsteiler ausrechnen kann. Wir haben hier eine Ausgangsspannung und eine Eingangsspannung und dieses Widerstandsverhältnis in dieser Art, wie es hier in der Formel steht, ja, verknüpft eben Aus- und Eingangsspannung miteinander. Das heißt, wenn ich die Eingangsspannung kenne, ich kenne R2, R1, dann kann ich die Ausgangsspannung ausrechnen. Was brauche ich jetzt? Wenn ich jetzt mal anfangen möchte, brauche ich erstmal was. Ich persönlich nenne das ganz gerne Eingabebereich, wenn ich sowas baue. Bei mir soll der Eingabebereich etwas sein, wo ich Konstanten festlege. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal Werte für R1, R2 und UE, um hier irgendwie UA ausrechnen zu können. Und diese Werte muss ich jetzt erstmal festlegen. Deswegen nenne ich das Eingabebereich, weil ich hier was eingebe und eben noch keine Berechnungen anstelle. Die Berechnungen kommen dann später. Starten wir also, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal die Eingangsspannung. Also man sieht, ich schreibe hier ganz normal in die Zellen rein. Das erste, was man schon sehen kann, wenn in Calc eine Zelle vorbei ist und man schreibt weiter, ist die Standardeinstellung, dass er quasi den Text hier über die Zellgrenze hinaus darstellt. Sobald ich was in die Zelle rechts daneben schreibe, wird es allerdings abgebrochen und hier entsteht so ein kleiner roter Pfeil. Kleiner roter Pfeil heißt, die Zelle ist zu klein, um die Schrift da drin darzustellen. Ich helfe mir da auch gleich, aber ich mache es erstmal so. Also die Eingangsspannung, die heißt UE. Das Tiefstellen macht man übrigens mit Steuerung T. Also man tippt Steuerung T ein, dann geht er in so einen Tiefstellmodus rein, dann kann man ein E schreiben und dann drückt man nochmal Steuerung T, dann geht er aus dem Tiefstellmodus wieder raus. Und UE ist in Volt angegeben. Ich brauche ferner den Widerstand, oder die Widerstände, machen wir es vielleicht so, Widerstände. Und zwar brauche ich den R1 und den möchte ich vielleicht in Kiloohm angeben. Und wenn wir jetzt sowas wie Ohm angeben wollen, fehlt uns jetzt ein griechischer Buchstabe. Und wir können hier über die Sonderzeichentabelle unter anderem griechische Buchstaben einfügen. Wenn wir hier oben auf dieses Ohm-Zeichen originellerweise, also das griechische Omega mal klicken, kommen wir hier in diesen wunderschönen Dialog rein. Man sieht, ich habe das Omega schon öfter mal gebraucht. Wenn ich das aber suche, kann ich Omega eintippen, oben in der Suche, und kriege diverse Versionen von Omega zur Verfügung gestellt, unter anderem das, was ich eigentlich suche. Riesengag an der Sache, LibreOffice kann auch physikalische Einheiten an der Stelle. Das heißt, ich kann hier auch nach Ohm suchen und kriege auch das Omega angeboten, weil das eben die Einheit für die physikalische Größe Ohm ist. Das funktioniert noch mit diversen anderen physikalischen Größen. Aber so können wir das Omega relativ leicht finden. Wenn wir einen Doppelklick drauf machen, fügt das hier ein. Ich klicke jetzt mal auf Abbrechen und habe es hier drin. Des Weiteren brauche ich den Widerstand R2. Und auch den möchte ich gerne in Kiloohm angeben. Und bevor ich das Spielchen nochmal mache, kopiere ich mir das Kiloohm hier oben einfach raus. Doppelklick auf die Zelle, Steuerung C, Steuerung V, wie in jeder anderen Software auch. Gut, das sind eigentlich die drei Größen, die ich hier in der Formel brauche. Mehr brauche ich nicht.
Und ja, jetzt kann ich das Ganze erstmal eingeben. Also ich sage jetzt mal, ich nehme mal einfach 10 Volt als Eingangsspannung. LibreOffice kann hier nicht mit Einheiten rechnen, deswegen schreibe ich hier immer geteilt durch Volt, das heißt so viel wie UE in Volt. Schreibe dann aber nur 10 als Zahl hin. Genauso müsste ich jetzt hier bei R1 und R2 Zahlen eingeben. Also ich sage jetzt mal auch, ich nehme 10 Kiloohm und für R2 beispielsweise mal 20 Kiloohm. Und damit habe ich erstmal meine Konstanten festgelegt. Ich persönlich, aber das hat eher so optische Gründe, gehe jetzt hin und setze das hier meistens mittig markieren und hier oben auf horizontal zentrieren. Ich finde, das ist ein bisschen besser zu lesen als das links- und rechtsbündige. Dementsprechend setze ich das zentral. Und um hier oben dieses Problem zu vermeiden, dass wenn ich hier was reinschreibe, der Text abgebrochen wird, kann man etwas tun. Das kann man in Excel genauso Zellen verbinden. Das hier soll jetzt quasi eine Art Überschriftsbereich werden. Hier möchte ich gar nichts reinschreiben. Deswegen mache ich diese beiden Zellen jetzt zu einer, indem ich sie markiere und hier oben auf Zellen verbinden klicke. Automatisch wird dann auch gleichzeitig die Schrift zentriert. Das ist eine Standardeinstellung, die kann man jetzt auch erstmal nicht abschalten. Das gleiche mache ich mal hier. So, jetzt sieht das doch schon einigermaßen übersichtlich aus. Und wenn wir schon mal gerade bei optischen Geschichten sind, machen wir es noch viel schöner. Das heißt, das ganze Ding bekommt jetzt hier einen Rahmen. Und zwar kann man jetzt sagen, ich möchte gerne jede Zelle hiervon einrahmen. Diese grauen Rahmen sind Rahmen, die nicht mitgedruckt werden. Wenn ich sie auch mitdrucken möchte oder sie ein bisschen hervorheben will, dann markiere ich das Ganze und kann hier einen Rahmen aus, eine Umrandung, nennt das LibreOffice, ich nenne es mal Rahmen, auswählen. Und hier kann man sich entscheiden, was man machen will. Will ich nur links einen Strich ziehen, nur rechts einen Strich ziehen, will ich links und rechts einen Strich ziehen oder will ich das komplette Gitter setzen? Ich möchte jetzt mal das komplette Gitter setzen, dann sieht das so aus. Das Ganze kann ich hier auch tun, setze auch das komplette Gitter und habe einen Eingabebereich. Was ich persönlich noch sehr gerne tue, ist, ich färbe den ein bisschen ein, um klar zu machen, hier ist eben ein besonderer Bereich. Das kann man machen, indem man alle Zellen, die eingefärbt werden sollen, markiert und hier die Hintergrundfarbe auswählt. Ich nehme jetzt mal irgendwie so ein, ja, etwas helleres Gelb. Wo haben wir denn mal was? Sowas hier zum Beispiel. Das ist jetzt so ein bisschen gelblich hervorgehoben und die ganze Sache, ja, ist dann als Eingabebereich besser erkennbar. Man sieht auch, die Hintergrundfarbe überschreibt die grauen Rahmen. Das heißt, das ist eigentlich auch besser zu lesen. Gut. Jetzt können wir ja mal unsere erste Testrechnung machen. Die hat noch mit einer Kennlinie erstmal gar nichts zu tun, sondern wenn wir jetzt vorgeben, dass UE 10 Volt sein soll, dass R1 10 Kiloohm sein soll und R2 20 Kiloohm sein soll, dann können wir ja nach dieser Formel auch direkt die Ausgangsspannung für diese Wertekombination mal ausrechnen. Dazu mache ich mir hier einfach mal so einen Hilfsbereich. Das jetzt wirklich nur, um es mal zu zeigen. Also ich möchte UA ausrechnen. Das Ganze wird in Volt angegeben. Und jetzt muss ich meine erste Formel programmieren. In dieser Zelle möchte ich jetzt gerne den Wert ausrechnen. In Excel wie auch hier ist es so, dass man, wenn man rechnen möchte, also so in so eine Art Berechnungsmathematikmodus, sage ich mal, rein möchte, dass man dann erstmal mit einem Gleichheitszeichen in der Zelle startet. Das heißt, sobald man ein Gleichheitszeichen schreibt, kann man jetzt rechnen. Also man könnte jetzt hier sowas eintippen wie 1 plus 2 plus 3. Dann kommt originellerweise 6 raus. Das ist interessant, aber nicht weiter. Ja, das ist quasi ein besserer Taschenrechner. Man kann aber auch mit Variablen bzw. mit Zellverweisen rechnen. Das heißt, ich sage nicht, ich möchte jetzt, was weiß ich, 10 Volt mal, was haben wir da, R2, 20 Kiloohm geteilt durch 10 Kiloohm plus 20 Kiloohm ausrechnen. Das möchte ich nicht, denn wenn ich das mache und ich ändere hier was, passiert ja nichts. Sondern ich möchte gerne mit diesen Zellen bzw. den Einträgen in diesen Zellen rechnen. Und das geht wie folgt. Dazu benutzt man die Adressen der Zellen. Die sind adressiert und zwar nach Spalten, das sind die Buchstaben hier oben, und nach Zeilen, das sind hier die Zahlen. Das heißt, was ich jetzt eigentlich machen möchte, ich möchte hier UE eintippen. UE steht in der Zelle B5. Das, entweder ich schreibe jetzt B5 hin, das kann ich tun, oder ich kann, sobald ich das Gleichheitszeichen hier habe, auf diese Zelle klicken. Dann schreibt er mir das automatisch dahin. Das Ganze möchte ich multiplizieren, mit R2 multiplizieren.
R2 steht in der Zelle D, was ist das hier, 6, also D6. Und das Ganze möchte ich teilen, und jetzt muss man an Punkt vor Strich-Rechnung denken. Geteilt ist ein Schrägstrich. R1 plus R2, allerdings soll R1 plus R2 jetzt zuerst ausgerechnet werden. Das heißt, ich muss hier Klammern setzen. Also Klammer auf, R1, das ist diese Zelle, plus R2, das ist die Zelle darunter. Klammer zu. Und wenn ich das jetzt ausrechne, kommt hier 6,6667 Volt raus. Das ist 10 mal 2 Drittel, das passt sogar. Das Ganze sieht jetzt natürlich nicht schön aus, weil hier so unendlich viele Nachkommastellen angezeigt werden. Man kann jetzt die Anzahl der Nachkommastellen verändern. Standardmäßig werden hier so viele angezeigt, wie, glaube ich, passt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn ich weniger anzeigen möchte, das möchte ich jetzt mal, kann ich hier Dezimalstellen hinzufügen oder entfernen. Ich möchte sie jetzt mal entfernen, womit wir direkt so an einem ersten Stolperstein vorbeilaufen. Denn wenn wir hier mal draufklicken, dann ist das Erste, was passiert, hier stehen Rauten. Rauten entstehen immer dann, wenn eine Zelle zu klein ist, um eine Zahl darzustellen. Das heißt, die Zahl hat jetzt standardmäßig so viele Nachkommastellen, dass sie nicht in die Zelle passt. Und immer wenn das passiert, zeigt Kalk hier eben drei Rauten an, um zu sagen, mach doch mal bitte die Zelle größer, dann kann ich es auch darstellen. Das können wir jetzt machen. Wenn wir die größer ziehen, das können wir hier oben übrigens tun, dann haben wir irgendwann den Punkt erreicht, wo sie reinpasst, dann wird auch die Zahl vernünftig dargestellt. Jetzt wollen wir aber vielleicht nicht immer Riesenzellen spendieren, also nehmen wir mal Dezimalstellen weg. Und wenn wir es ein paar Mal gemacht haben, 1, 2, 3, 4, merken wir, irgendwann passt sie rein. Und wir klauen ihm jetzt immer weiter Dezimalstellen, und was er uns hier anzeigt, ist jetzt eben ein gerundeter Wert. Wichtig ist vielleicht, wenn wir mit dem Wert weiterrechnen, wird der nicht gerundet. Das heißt, die Rundung hier, die ist wirklich nur für die Anzeige da. Das lasse ich jetzt einfach mal stehen. Ich rahme das auch nochmal ein, der Vollständigkeit halber. Also hier oben nochmal einen Rahmen setzen und setze das Ganze wieder zentriert. Und jetzt haben wir hier ausgerechnet, was die Ausgangsspannung für diese Wertekombination ist.